Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Hoopsala 18 The Journey. Ja, wir sind mit Williams unterwegs, während Alex sich ausruht und seine Verletzung auskuriert, haben im letzten Spiel Arsenal besiegt im EFL Cup Halbfinale und gucken wir kurz nochmal auf die Tabelle. Wir sind auf dem 5. Rang vorgerutscht. Wir waren ja vorher, wenn ich mich recht entsinne, auf dem 7. Haben jetzt 3 Punkte Abstand zu Arsenal und 14 zu Manchester United. Und da sind noch ein paar Spiele offen. Und ich denke mal, dass wir ja alles daran setzen werden, jetzt schon mal wieder in die Startelf zu kommen. Denn der Balken hat ja wieder komplett abgenommen und wir sind wieder in die Auswechsel, auf die Auswechselbank Training verbannt sorgt worden. Für Perfektion. Und die streben wir an. Also los jetzt. Und da wollen wir natürlich wieder raus auf den Trainingsrasen gehen und uns für die Startelf qualifizieren. Und das kann man nur mit guten Trainingsleistungen. Und das wollen wir jetzt auch unter Beweis stellen. Und dann sieht das auch alles wieder gut aus für The Williams. Hier ein schöner Pass. Da ein schöner Schuss. Und der geht knapp vorbei. Schade. Nochmal ein schöner Pass. Schnibbelt er ihn vorbei. Schön flach ins untere Eck. Da nochmal. Und der geht, schade, nicht rein. Oh. Okay, das war Fail, weil ich den Knopf gedrückt hatte für das Schießen, weil ich mit Williams unbedingt den Nachschuss haben wollte. Schönes Ding, einen haben wir noch. Gucken, ob wir dann das A kriegen. Ja, oh, das haben wir schon. Auch wenn der Ball knapp am Tor vorbeigeht, haben wir das A. Nehmen es mit und jetzt machen wir die hohen Steilpässe auch noch auf A. Und dann sollten wir doch auf jeden Fall wieder in der Startelf sein. Komm schon. Auf geht's. Schöner Pass. Direkter Abschluss. Fail sollten wir nicht wieder versuchen. Der ist zu weit. Jupp. Guten Tag. Der war im Abseits. Okay, ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Schöner Ball hier. Schön angekommen. Schöner Schuss. Leider gehalten. Oh, Entschuldigung. Ja, das war Abseits. Da musste ich kurz husten. Oh, jetzt habe ich Staub in der Lunge, im Hals. Oh, der war schön. Ah, der war schön. Über zwei Spieler rüber, aber der Schuss war einfach nur schwach. Ja, komm, 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 komm. Ah, schade. Schönes Ding. Ah, aber er kriegt das Ding nicht mehr untergebracht. Ja, das müssen wir nochmal machen. Kein Problem. Schönes Passspiel hier und schönes Ding. Ja, sieht doch sehr gut aus. Sieht sehr gut aus hier, wie das gleich von Anfang an läuft. Ja, das ist ein Stück zu weit, denke ich, ja. Ah, der Torwart ist mir zu schnell. Schade. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Oh, schade, er kann ihn nicht vorbeischnibbeln. Oh, schade. Das ist natürlich geworden. Boah, wie schnell ist er denn bitte? Schön, und da haben wir unser A. Klasse. Jawollo. Und direkt abschließen. Egal, ob der reingeht und nicht. So, da haben wir jetzt auch unser zweites A im zweiten Versuch. Kein Problem. Und dann sollten wir jetzt hoffentlich in der Startaufstellung sein. Alles verbessert sich natürlich bei einer Wertung von das 73. Geht das ratzfatz. Aus. Jawohl, und da sind wir wieder in der Startaufstellung. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mit den Postings. Dürften ja noch nicht so viele sein wie bei Alex immer. Aber doch schon einige, doch schon einige, doch schon einige. An die Arbeit. Liverpool spielt an diesem Spieltag zu Hause. Im Zentrum der Aufmerksamkeit Danny Williams. Startelf bekannt gegeben. Danny Williams ist dabei. Die nächste Chance für The Williams zu glänzen. Ich glaube, das gelingt ihm auch. Obwohl die Gerüchteküche gerade brodelt. Du musst einfach nur dranbleiben, The Williams. Das Talent hast du. Danke, Toro. Manchmal ja nicht so gut auf uns zu sprechen. Aber dann gehen wir jetzt mal direkt ins Spiel. 7. gegen 12. gegen Watford sollten auf jeden Fall 3 Punkte drin sein. Auch wenn hier alles möglich ist und uns Watford auch aus dem Stadion kicken könnte. Aber das versuchen wir zu verhindern mit einer guten Leistung. Und dann
geht's ja auch zu Hause ins Spiel. Und wir können, wie ihr unten seht, West Ham überholen, wenn wir gewinnen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zum heutigen Spiel aus der Premier League. Und auf das Spiel freue ich mich richtig, Wolf. Der englische Fußball verspricht vor allem ein schnelles und kampfbetontes Spiel. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Watford. Number 2, Nathaniel Kahn. Number 32, Joel Matip. Number 7, James Milner. Number 23, Emre. Was erwartest du heute von Danny Williams? Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Adam Lallana. Number 19, Sadio Mane. Number 34, Danny Williams. And number 10. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Anfield ist wohl für viele, mich eingeschlossen, Buschi, der Inbegriff von Fußballtradition in England. Wer hier einmal den FC Liverpool erlebt hat, vergisst es nie wieder. Kann ich mir gut vorstellen, Wolf. Hoffen wir mal, dass diese besondere Magie erhalten bleibt, wenn in den nächsten Jahren der Umbau vollzogen ist. Wie in so vielen Arenen geht es um Modernisierung, um mehr Plätze, denn davon wird es dann 60.000 geben. Craig Pawson heißt heute der Schiedsrichter. So sieht's aus und dann geht's jetzt in das Heimspiel gegen Watford und Aktion, Williams will sich natürlich weiter beweisen, kriegt hier seinen ersten Ballkontakt. Emre Can geht jetzt mit in die Spitze. Milner wartet hier vorne auf den Ball. Oh, schlechte Ballmitnahme, aber geht gerade noch so gut. Doch wer auch immer, ich glaube Lallana war es, mit dem Ballverlust. Ach, schade. Ja, aber schlecht. Watford jetzt auf dem Weg nach vorne. Über die Mitte geht hier schon mal nichts. Nun Lallana. Gute Wechsel, sehr gut gemacht. Auf die andere Seite. Boah, schöner Pass von The Williams hier. Jetzt könnte es gefährlich werden. Lallana! Und da ist das 1-0. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Kurze Distanz, kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. Schön gemacht von Lallana. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und da steht es in der 7. Minute schon 1-0 für Liverpool. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ballverlust. Schön abgefangen. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Sofort über die rechte Seite. Dine. Schönes Doppelpassspiel hier. Und da ist der Ball wieder weg. Mit Dine. Und Coutinho. Adam Lallana jetzt. Milner. Klasse Pass. Schöner Pass. Jetzt müssen Sie aufpassen. Auf Williams. Emre Can. Jorginho Wijnaldum. Ah, schade. Hätte er mit links abschließen sollen. Ah.
Matip. Klein. Schöner Pass auf Werner. Außen hier. Das Spielfeld hier breit machen. Lallana Ball. Williams am Ball. Ja, Lallana, lauf hier. Werden. Schön. Der Torwart lässt den Ball weg. Klasse. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Oh, er kriegt den Ball nicht. Gefährlich hier auf der rechten Außenbahn. Jetzt Watford auf dem Platz nach vorne. Genau. Aber Mignolet passt auf. Lass uns kurz über Danny Williams reden. Der hat ja im EFL Cup Halbfinale eine richtig gute Leistung gezeigt. Das war schon klasse. War auch nicht unbedingt zu erwarten. Vielleicht kann er sich jetzt etablieren. Das Talent hat er ja. Adam Lallana jetzt. Klava. Jetzt über Williams. Da kommt der Pass. Jetzt der schöne Pass. Junge, war das knapp. Ah, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Das gibt's da waren nicht. Sie doch noch zur Stelle. Schön gewartet hier, der Pass im richtigen Moment und er schiebt das Ding millimeterweise, zentimeterweise, muss ich aus diesem Blickwinkel sagen, am Tor vorbei. Ha, schade, schade. Das wäre es 2-0 gewesen, eine Vorlage von uns, aber den Ball gibt er erstmal hätte, nicht wäre, her. Wenn und aber gehören hier nicht zum Fußball. Danny Williams. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Hier. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, oh, sie führen. Schade, ich dachte, da gewinnt er den Zweikampf. Vorbeilaufen. Da sind Mitspieler frei. Ach, schade. Amrabat. Das könnte gefährlich werden. Er kommt nicht ran. Jetzt über die linke Seite mal Watford. Versuchen es hier. Kommen hier auch relativ weit voran, haben mit Glück immer noch den Ball, aber jetzt ist die Chance vorbei. Schöner Pass hier auf Williams. Jetzt mal. Oh. Ganz stark abgeblockt. Da war der Versuch aus der Entfernung mal meine Wahl, aber leider abgeblockt. Ja, der wäre gut gekommen, der wäre, glaube ich, gut gekommen. Schade, schade. Packt er seinen Käsestelzen noch dazwischen. Schade, schade. Weiter geht's. Wir führen immer noch 1-0. Alles gut. Wir müssen uns hier schlechte mal Reingabe zeigen. Bleibt die Ecke viel zu kurz. James Milner. Also kommt man hier nicht vorbei. An dieser Abwehr. Da wird nichts, Freunde. Klein. Coutinho. Schade. Sehr guter Einsatz. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Amrabat. Ach, Sarat. Schade. Ja, sehr gut. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Wir setzen die Leute hinten mit ein. Wijnaldum. Also, er lässt sich zurückfallen. Sehr aktiv. Will den Ball. Wijnaldum. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ach, schade. Und das ist der Ballverlust. Den Ball kann er klären. Jetzt geht's hier hin und her. Coutinho jetzt am Ball. Wir aber meistens im Angriffsmittel an. Mit dabei. Wijnaldum. Und jetzt schönes Coutinho. Spiel. Jetzt mal aus der Entfernung. Oh, William! Was ein Traumtor! Das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Was ein Traumtor! Meine Damen und Herren, was ein Ding! Außerhalb des 16ers knallt er das und Ding mit Vollspann da rein. Genau so machen. Klasse. Schöner Doppelpass hier, schön freigelaufen. Oh, und den haut er aber, glaube ich, das komplett Tor in den Winkel, mal oder? Eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Wunderschönes Ding von ich glaub, das Danny gibt eine Williams in der Kabine. Da meine passt ja Güte nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt.
Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob 2-0, sie 42. Minute. Danny Wills. Kabasele. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Jetzt vielleicht Danny Williams. Coutinho jetzt. Sehr Schade. Gutes Tackling, das war wichtig. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Abwehr schön unter Druck gesetzt hier. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und Williams. Ja, müssen wir so spielen. Geht hier vorbei. Oh, oh, was? Aber danke, bitte. Ohne Witz. Ja, auf jeden Fall rot. Alter Schwede. Jede andere Entscheidung wäre nicht angemessen gewesen. Da grätscht er voll in den Ball. Riskante Aktion. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Junge, Junge, Junge. Wie geht er denn da rein? Und er macht das Ding nicht! Er hält den Ball. Das macht er mit viel Glück, aber vor allem mit viel Geschick. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorne. Boah, da war das 3-0 aber auch Pflicht eigentlich. Naja, wir führen 2-0. Ein Mann weniger für Watford. Und dann geht's hier in die zweite Hälfte. Mit einem Mann weniger kann das ja nur noch besser werden. Alles klar. Super dazwischen gegangen. Ach, schade. Da trennt er ihn fair. Er hat den Ball aber noch. Williams. Oh, schade. Mit dem linken Fuß hat er es noch nicht. Ja. Gut gehalten. Ja, da wollte ich gegen die Laufrichtung. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Und mit dem schwachen Fuß hat Williams es noch nicht so drauf. Das werden wir aber demnächst auf jeden Fall ändern. Keine Sorge. Schade. Da könnte er ziehen ab. Oh, mit links, schade. Der Abwehrspieler hat den Ball. Und jetzt die Chance. Ja, kein Abseits. Kein Abseits. Kein Abseits. Zweites Tor Danny Williams. Wunderbar. Da hat er nicht mit dem Vollspann durchgezogen, sondern der erste Versuch und der zweite Versuch schön eingesetzt. Genau die richtige Entscheidung. Und aus da der war nichts Entfernung für den Torhüter. Keine Chance für den Keeper. Wunderschön getroffen, das Ding. Und aus der Entfernung. Ja, er kann wirklich Chance. Hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Genau, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Williams natürlich hier hochtalentiert. Meist unterschätzt, meistens auch von sich selbst ausgebremst von seiner Art. Aber Sie zeigen eine Top-Leistung, Butler ist zu ihm durchgedrungen, auch in der hat Höhe ihm den Kopf verdient. Freigeblasen. Und jetzt ändert sich Williams im Charakter wahrscheinlich ein bisschen. Und auf jeden Fall in seiner Art zu trainieren und zu spielen. Denn wir sehen, er bringt hier unglaubliche Leistung in den letzten 3 Spielen auf den Platz. Und hat es verdient, hier in der Startaufstellung zu stehen. Leitet jetzt den nächsten Angriff ein. Schöner Pass hier. Das war der Fehler, nochmal abzuspielen. Er hätte lieber abschließen sollen. Aber der Ball ist erstmal weg. Dine. Ich gehe hier jetzt ab wie ein Zäpfchen, wenn wir hier das dritte Ding machen. Aber Watford jetzt auf dem Weg nach vorne, das erste Mal im Strafraum. Eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Und das Ding geht doch kilometerweise am Tor vorbei. Mané geht wieder runter. Salah kommt wieder auf den Platz. Den Wechsel, den wir schon kennen. Daran hält Kloppo fest. Hat letztes Mal gut funktioniert. Und ich denke, mit einem Mann mehr auf dem Feld können wir das Ding hier ganz entspannt über die Zeit schaukeln. Weinaldo. Schönes Passspiel hier. Wunderschön. Vorlage von Williams. Weinaldo. Überhaupt keine Frage, das haben sie gut genutzt. Hübsch durchkombiniert durch die ganze Mannschaft von Liverpool. Und dann
macht Wijnaldum die Vorlage von Williams eiskalt rein. Und so steht es jetzt, glaube ich, 4:0. Genau die richtige Schönes Entscheidung. Ding. Sehr überlegt. Da sieht der Torwart natürlich ganz schlecht aus. Kurze Ecke. Diesmal aus einer anderen muss er fast haben, würde ich sagen. Muss er haben. Aber so ist das manchmal. Falscher Fuß, falscher Tag, ein Mann weniger und dann geht nichts mehr. Und Liverpool führt hier in der 58. Minute mit 4:0. Und jetzt muss Watford aufpassen, dass es hier nicht in einem großen Debakel endet. Wechsel bei Liverpool. Und jetzt geht Emre Can vom Feld. Nochmal abklatschen mit Kloppo und diese Anderson Führung kommt aufs ist Feld doch raus. Mehr als deutlich. Doucouré. Schön so, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Das könnte gefährlich werden. Ja, versuchen schöner wir hier. Schöner Pass. Gute Chance. Wunderbar. Schießt er ihn rein. Oh, da versucht es selber. Da hätte ich vielleicht im Rückraum stehen bleiben sollen. Schade. Gefährlich werden. Aber ich dachte, er bringt den scharf rein. Da, im Rückraum. Ihr seht es geradezu. Der Rückraum da an der Ecke des Fünfers. Komplett frei. Da hätte er vielleicht hinpassen können. Und dann hätten wir noch eine Chance gehabt. Das ist unser drittes Tor. Aber gut, ich dachte, er bringt den scharf rein. Aber sei es drum. Wir können hier entspannt aufspielen. Wenn es läuft, dann rollt es, würde ich behaupten. Und jetzt ein Schuss. Keine Coutinho, Gefahr schade. Hier. Da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Ja, und so würde ich mal sagen, ist der Sieg in der Tasche. Ich lehne mich mal ein bisschen weit aus dem Fenster. Und da gibt es nochmal Freistoß für uns. Und jetzt wollen sie wechseln. Ich sag ja, wenn es läuft, dann rollt es. Und zwar vorwärts. Ich glaube, wir uns nochmal kurz sprechen. Guter Junge. Wir machen bis jetzt alles richtig. Zwei Tore hätte er uns sogar zugetraut. Alles klar. Sehr gut zu wissen. Zum Glück hatten wir schon zwei. Schöner Pass hier. Williams aus Spitzenwinkel. Schade. Ich glaube, mit dem Knie war er noch dran. Und vereitelt hier unseren Dreierpack. Gucken wir nochmal. Der wäre auf jeden Fall drin gewesen. Ja, mit dem Knie. Zumindest Schienbein, Knie, alles zusammen da auf dem linken Fuß. Vereitelt ja hier das 5:0. Kann sich mal über eine Parade freuen. Viele hatte er ja nicht. Aber den hat er schon klasse noch rausgefischt. Mit dem Schinkelkäsefuß da. Coutinho für die lange Flanke. Mit der Faust kann er hier retten. Bringt nichts. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Schade. Schöner Fehlpass. Liverpool mit dem Einwurf. Klar war. Ronaldo. Anderson. Ah. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Dine. Watford startet mal einen Entlastungsangriff. Aber Danny Pass, Williams passt hier klasse auf. Kann sich hier vielleicht sogar noch durchsetzen. Ah. Ah. Das nicht ein Foul war. Gut, sei es drum. Konnte sich hier leider nicht durchsetzen. Und dann geht's. Noch sind hier 20 Richtung. Minuten zu absolvieren. Und da haben wir wieder den Ball. Müssen uns hier kurz durchsetzen. Ist der Weg wieder nach vorne und das war ein schlechter Pass. Anderson. Schön. Klein. Schönes Passspiel hier. Jetzt Lallana. Oh, verliert den Ball. Sarate. Capoue. Ach, schade. Das könnte die Chance werden. Jajaja. Schöner Ball. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Kommen wir nicht zum Kopfball hin. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt Watford. Sauber durch die Mitte. Vorbeigetrennt hier. Natürlich nichts. Jetzt Lallana. Ach, schade. Verliert er das Kopfballduell. Und Pereira. Ist natürlich in Ballbesitz ist Position weg. Jetzt müssen wir dranbleiben. Jetzt aber Williams hier durchsetzen. Klasse Pass Zuspiel. Kommt nicht so gut. Der Ball ist weg. Abstoß. Schade. Ja, Pässe hat er noch nicht so drauf, das müssen wir noch üben. Aber eine Vorlage haben wir immerhin gemacht.
Wir waren an allen drei Toren, nee, an allen vier Toren fast beteiligt. Länger nichts passiert und viel wird auch nicht mehr passieren. Dafür war der Spielverlauf ja, das sehe ich genauso eindeutig. Jetzt ist die Kugel weg. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Anderson. Wijnaldum. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Und jetzt Coutinho. Hereingabe oh, fuck. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Und den Schuss. Und danke. Und Tor. Danny, Ausrufezeichen. Williams, Ausrufezeichen. Schon sein dritter Treffer. Ein ganz starkes Was? Spiel. Geil, Alter. Wieder ein Dreier. Danny, Ausrufezeichen. Williams, Ausrufezeichen. Nicht zu stoppen. Ding, muss nicht seine letzte Bude gewesen sein. Nochmal der Treffer. Drei Dinger machen wir hier. Aus einer anderen Perspektive. Begünstigt von diesem, ja, lustigen Abpraller. Und wer jetzt reinguckt, bekommt von mir eine auf die Schulter. Er geht vom Platz und Sarko lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Für die letzten und das ist völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. JJJ. Schön geholt das Ding. Boah, klasse Coutinho. Pass. Klasse Pass. Schade, dass er hier nicht passt. Wijnaldum. Und jetzt Coutinho. Er versucht. Oh! Der Ball geht an die Latte. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Und jetzt der Schuss. Ah! Wenn's läuft, wenn's läuft, dann rollt es. Und zwar nach oben. Was ist da los mit The Williams? Was ist da los? Sehr, sehr wir bringen uns hier in Position. Dass sie als und Gewinner vom fast Platz aus dem Stand. Ja auch vor diesem Treffer keine Zweifel. Oben rechts. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. 4 Buden, Alter. 4. Ziemlich erst die 3, dann die 4. Danny Williams, Nummer 34. Kabasele. Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Wunderschön gespielt hier, Alter. Jetzt geht's hier auf und runter. Immer munter. Herrlich. Was ein Pass, Alter. Ja, da kann's Klopp auch kaum glauben, was hier los ist. Und wir holen uns hier wieder den Ball. Im Angriffsdrittel. Kabasele. Ah, schade. Doucouré. Ja, so müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Nun Lallana. Und Coutinho. Ah, schade. Und da verlieren sie den Ball. Amrabat. Jetzt nochmal Watford vielleicht mit mehreren Treffern. Klar. Nein, abgewehrt. Und das war's. Das Spiel ist vorbei. Der Unparteiische hat abgepfiffen. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Er hat sie quasi im Alleingang zum Sieg geschossen. Eine Wahnsinnsleistung. Ich glaube, als Schlagzeile kann man feststellen, Danny Williams zerstört Watford. Aber denkste? Ja, Wolf, das war beeindruckend. Eine richtig, richtig starke Leistung. Ich glaube, das
war das einzige Tor, an dem wir nicht beteiligt waren. Ja, super Dreierpack. Du hast deine Kollegen mit intelligenten Rückpässen ins Spiel einbezogen und den Ballbesitz verteidigt. Super, das war dein 5. Saisontor. Wieder mal eine tolle Leistung bei den Pässen. Und deine Pässe kommen einfach immer bei deinen Kollegen an. Ups, da war ein Schluck auf der Mitte dazwischen. Entschuldigung. Ich hab's aber auch heute. Heute ist irgendwie Schluck auf Hut und Hustag. Ich weiß es nicht. Egal. Ja, 94 Minuten gespielt. 4 Tore, eine Vorlage. Das kann sich sehen lassen. Ah, streichen hier noch schnell die Belohnung ein. 3,2 Millionen. Der Transferwert 74. Jetzt die Wertung. Und dann wollen wir gleich weitergehen. Noch gleich die Punkte hier mal verteilen. Verteilen. Und die Punkte verteilen. Ja, ein Post. Liverpool kann mit dem heutigen Sieg zufrieden sein. Und auch The Williams hat einen guten Eindruck gemacht. Ich würde sogar fast behaupten, einen überragenden Eindruck. Einen überragenden Eindruck. Meine Freunde, einen überragenden Eindruck. So, eins haben wir schon freigeschaltet. Jetzt müssen wir nur noch den EFL Cup gewinnen. Und dann würde ich sagen, sieht das doch gut aus. Und ja, haben wir noch 14 Punkte Abstand zu Manchester. Und aber wir sind immerhin Vierter. Das sieht doch schon mal besser aus als vorher. 3 Plätze im Gegensatz zum Anfang gewonnen. Und nur noch 7 Punkte Abstand von Tottenham. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht gut aus, das gefällt mir. So kann es doch weitergehen. Ich hoffe, es macht euch auch noch Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wiederschauen, reingehauen. Ciao.